So, heute darf ich euch den aus Peru stammenden Gitarristen Juan Carlos Arancibia Navarro vorstellen. Für das Konzert Ritmos Andinos hätte ich wirklich keine idealere Besetzung an der Gitarre finden können, denn Juan Carlos ist nicht nur ein ausgezeichneter klassischer Gitarrist, sondern er kennt die Musik seines Heimatlandes wirklich sehr genau. Also eben die ideale Kombination für Programme des Niederrhein Musikfestivals, die Klassik mit anderen Musikstilen verknüpfen. Dass er Preise und Stipendien erhalten hat und das Dortmunder Gitarrenfestival sowie eine Gitarrenklasse an der Musikhochschule Detmold leitet, könnt ihr natürlich auch aus dem Internet erfahren. Aber dass er wirklich sehr facettenreich peruanische Musikstile vom Barock bis zum afro-peruanischen Jazz virtuos spielen kann, das könnt ihr beim Niederrhein Musikfestival 2022 erleben. Also kommt gerne vorbei am Samstag, 3. September um 16 Uhr im malerischen Bauerngarten des Tuppenhofs in Karst, um ihn und seine Musikerkolleginnen und Kollegen zu erleben. Besonderes i-Tüpfelchen des Konzerts ist die peruanische Tänzerin Kati Molina, die einige Stücke tänzerisch begleiten wird. Alle Infos findet ihr wie immer unter niederrhein-musikfestival.de. Und tragt euch auch gerne für den Newsletter ein. Dann bekommt ihr gleich alle aktuellen Infos. Herzlich willkommen zu Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein Musikfestivals. Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern des Festivals nähern wir uns ihren unterschiedlichen Kulturräumen und bekommen spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen den Menschen hinter dem Künstler näher bringen. Mein Name ist Annette Mayburg. Ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals und wünsche Ihnen nun viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Ja, heute bin ich im Gespräch mit dem Gitarristen Juan Carlos Navarro aus Peru, gebürtig. Und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen bei uns, Juan Carlos. Danke, Annette, danke. Vielen Dank. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch bei dir Gedanken gemacht, was würde mich auch mal interessieren zu erfahren. Und da ist zum Beispiel die Frage aufgekommen, gibt es eigentlich eine peruanische Gemeinschaft in Deutschland, wo ihr euch austauscht und treffen könnt? Oder organisiert sich das mehr über persönliche Kontakte mit Landsleuten? Ich würde jetzt nicht unbedingt über eine peruanische Gemeinde sprechen, sondern eher über verschiedenen. Ne? Weil natürlich die Leute, die in Berlin sind, die treffen sich miteinander. Da gibt es, halt, soweit ich weiß, nicht nur eine peruanische Gruppe, sondern mehrere. Und die Leute aus Köln, die treffen sich natürlich in Köln. Und wir hier im Ruhrgebiet, wir haben auch zum Beispiel auch eine peruanische Gemeinde, könnte man sagen, wo wir uns treffen. Es gibt einen peruanischen Tanzkurs, das gibt es nicht einfach so überall in der Welt, aber hier in Dortmund tatsächlich gibt es einen, zum Beispiel. Toll. Macht den Kati den Tanzkurs? Leitet den Kati? Genau. Oder? Kati Molina leitet den Tanzkurs. Genau, ja. Die Tänzerin, die auch bei unserem Konzert dabei sein würde. Super, toll. Ja, also das heißt, ihr seid dann gut verbunden miteinander hier in Deutschland. Würde ich schon sagen, ja, definitiv. Ist das für dich wichtig, so einen Kontakt zu haben zu Landsleuten? Genau, für mich persönlich ja. Einfach um den Austausch zu haben, manchmal so verschiedene Erinnerungen zusammen zu teilen, zu erleben oder eventuell über die aktuelle Lage des Landes zu sprechen oder einfach so Spaß zu haben, kochen, ne, zusammen kochen, zusammen feiern. Und kochen vor allem, ne? Peruanische Leute essen ja gerne und vor allem peruanische Küche. Also ihr lebt da auch eure Kultur sozusagen in Form von Kochen, von Tanzen, das ist ja auch Kulturgut, ne? Genau. Was ist denn dein Lieblingsessen aus Peru? Oder was ist so speziell aus Peru? Uff, das ist eine schwierige Frage, weil es sind so viele Gerichte. Mittlerweile der Nationalgericht ist Ceviche geworden. Ne? Das ist roher Fisch eingelegt in eine Limettensauce, Limettensaft mit Salz, Zwiebel, ein bisschen Koriander und Chili. Rocoto am besten, ne? Das ist eine peruanische Chili-Art.
Und das lässt man eine Weile marinieren und so isst man das. Das ist Klingt jetzt richtig der gut. peruanische Nationalgericht, weil jede Region aus Peru hat verschiedene Gerichte. Wenn du in den Norden gehst, dann hast du Arroz con Pato, das ist Reis mit Ente, sagt man leicht, aber ist schon ein bisschen mehr drin als nur Reis mit Ente. Und natürlich im Süden Arequipa, Rocoto Relleno, um ein Beispiel zu geben, das ist auch diese peruanische Chili-Paprika-Gefüll mit Hackfleisch und Käse, Zwiebel und so weiter. Und so konnte man fast für jede Region ein anderes Gericht erwähnen, aber Schön. das wäre einfach zu lang. Das würde den Rahmen hier sprengen, aber wir haben schon mal einen Genau, da kleinen könnten wir Einblick. einen kulinarischen Podcast machen. Genau, das können wir ja immer noch mal anhängen. Genau. Ja, wie hat sich denn das Studium, um mal wieder aufs Thema Musik zu kommen, wie hat sich das Studium der Gitarre unterschiedlich in Peru und später in Deutschland entwickelt? Gab es andere Schwerpunkte? Ja, definitiv. Das Studium in Peru, das Niveau in allgemein für Gitarre ist ja hoch, wenn ich das so in allgemein betrachte. Es gibt viele gute peruanische Gitarristen. Was es nicht gibt, ist dieses Netzwerk, ne, den man in Europa, in den USA haben kann. Ne? Und das macht tatsächlich einen großen Unterschied für die Weiterentwicklung, weil Lernen zu Hause und in der Akademie, Hochschule, Konservatorium ist ja schön und gut. Aber dieser Kontakt mit den internationalen Künstlern, die ständig unterwegs sind, das macht schon was aus. Ja, und das, würde ich sagen, wäre der wichtigste, der große Punkt und der große Unterschied zwischen beiden Studienarten. Und natürlich, dass die Hochschulen hier besser ausgestattet sind, die Lehrer haben schon eine großes Netzwerk und eine große künstlerische Erfahrung als in Peru. Das macht schon richtig was aus. Ja, und du hast es ja auch wirklich ganz toll geschafft, dich hier zu etablieren. Wirklich großes Kompliment. Danke. Das hört man ja auch in deinem Lebenslauf. Was würdest du sagen, muss heute ein Künstler, eine Künstlerin mitbringen, um als Musikerin überleben zu können? Außer natürlich, dass man das Instrument sehr gut spielt. Ja, dass das Instrument gut gespielt wird, ist leider jetzt nicht mehr so wichtig. Ne? Das ist das Gehör dazu. Und ich plädiere jetzt an meine Studenten, die auch das Instrument gut spielen können. Aber es gibt mittlerweile viel, viel mehr, was zu achten ist. Jetzt für die neue Generation, es gibt für mich eine total neue Welt, dass ich sehe in den jüngeren Studenten, das jetzt ganz umgebe. Ne, die ganzen Leute, die in sozialen Medien leben, arbeiten. Ne, das ist etwas, das für mich als noch, sagen wir, konzertante Künstler nicht so der direkte Weg für mich wäre, aber tatsächlich ist ein Weg für viele junge Leute. Ne, die machen sein Instagram-Profil und dann haben sie hunderttausende Abonnenten, die können Sachen verkaufen, die können Unterricht anbieten. Wichtig wäre in dem Fall ich meine, je früher, desto besser, ganz klar zu erkennen, was will man machen. Ne? So, wo stehen die Schwerpunkte, die Fertigkeiten, die Talente, die man hat. Je früher man das erkennen kann, desto besser. Weil sonst kommt man sozusagen in den bekannten Pfad, in den bekannten Weg der Musik studieren und dann für andere Probespiele oder unterrichten und so. Was auch gut ist natürlich, aber ich glaube nicht, dass der Weg, vor allem jetzt, der Weg zu folgen ist. Ne? Und wie gesagt, zu erkennen, was man gut kann, was man will. Und natürlich hart und objektiv dahin zu arbeiten. Ne? Wenn man schon weiß, okay, ich mag nicht reisen, ich möchte jetzt nicht den Stress haben, jetzt von A nach B und dann noch mit Flugzeug und Konzertant zu geben, dann kann ich tatsächlich einen YouTube-Kanal aufmachen und Leute unterhalten oder unterrichten oder so. Das ist ein Weg, um dann
Oder Leute, die nur unterrichten wollen, das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung. Und je man früher das klar hat, das macht so einen großen Unterschied. Ne? Ja, das stimmt. Und ich denke auch in Zukunft, wenn man auch als Künstler sich weiter etablieren will, auch für Konzerte, Konzertant, dass man trotzdem auch Zeit braucht für ganzen Social Media, Bewerbung und so weiter. Und dass man wahrscheinlich wirklich gucken muss, dass man im Studium sich so gut aufstellt mit dem Instrument, dass man eben nicht mehr so viel Übezeit wie früher zur Verfügung hat, weil man einfach die ganzen anderen Dinge auch nebenher noch machen muss. Und ja, das ist einfach Realität geworden, das stimmt, ja. Aber ich finde das wirklich bewundernswert, weil du bist aus Peru nach Deutschland gekommen in eine ganz fremde Kultur mit einer ganz neuen Sprache und du hast das wirklich grandios geschafft, dich hier durchzusetzen als Gitarrist. Also wirklich richtig, richtig klasse. Was waren für dich die größten Umstellungen, als du nach Deutschland gekommen bist? Meine, für mich war, ich meine, erst die eigene Umstellung, so zu denken, jetzt muss ich wieder von neu anfangen. Weil ich bin tatsächlich ohne Stipendien, ohne alles, auf eigene Faust hier hingekommen. Und ich war in Peru eigentlich schon gut drauf, sozusagen. Ich hatte schon an der Universität unterrichtet und hatte schon einige Sachen, einige Konzerte und Gigs da und dort. Und hier wirklich nochmal von vorne anzufangen, richtig von unten, so auf der Straße zu so spielen und nicht mal die Sprache kennen und so. Das war für mich persönlich die größte Umstellung, aber gleichzeitig als eine von meinen größten Lernphasen, die ich gehabt habe in meinem Leben. Ne, alles mit anderen Augen zu sehen, was mir klar zu machen, was ist für mich tatsächlich wichtig, was will ich ja. Ne, deshalb mache ich so viel, ich meine, so viel betone ich das so viel, ne, wenn ich etwas sage, weil in Peru, ich hätte einfach da bleiben können, so wäre bestimmt auch angenehm gewesen. Aber ich wusste, dass ich noch etwas lernen will, das ich in Peru nicht lernen konnte. Und es war tatsächlich nicht nur dieses persönliche Erleben, das wieder von Null anzufangen, sondern auch das ganze musikalische Rumherum. Aber das wäre zum Beispiel der erste Punkt für mich, erstmal zu verstehen, okay, hier ist etwas total Neues, ich bin erstmal von unten, ohne Kontakte, ohne alles. Das Zweite ist natürlich die andere Kultur erstmal zu kennen, zu verstehen, wie tickt man hier ein bisschen in andere Richtung, Ich meine beste Anekdote ist mein allererster Gitarrenunterricht hier an der Hochschule. Ne? Wir waren um 16 Uhr verabredet, ich komme pünktlich um 16:05 Uhr, weil ich das so kenne. Ich meine, sorry, das war so, ich wäre früher in Peru gekommen. Hätte ich draußen gestanden. Ich wäre nicht reingekommen. So, ich komme pünktlich um 16:05 Uhr und mein Lehrer war so total entsetzt. So nach dem Motto, was soll das? Jetzt ist meine, du kommst hier, also das bist du nicht, hast du dich nicht aufgewärmt und nicht eingespielt, gar nicht. Und 5 Minuten spät und ich dachte so, oh. Das war der erste, sagen wir, Kulturschock von der Seite. Da müsste ich diese Sachen auch lernen und für mich auch, ja, versuchen das auch ein bisschen zu kombinieren, weil jedes Mal, wenn ich nach Peru gehe, dass die Sachen funktionieren immer noch so. Wenn ich jetzt mal sage, ja, wir fangen jetzt um 16 Uhr da, ist keiner da. Das ist, ne, und jetzt, wenn ich da wohnen bleiben würde, dann würde ich versuchen, natürlich die Leute ein bisschen so in die Richtung zu erziehen, aber wenn ich nur einmal pro Jahr da bin, da lohnt sich nicht für mich, so jetzt mich so aufzuregen und sagen, nee, das geht nicht so. Solche Sachen, dann muss ich für mich persönlich immer noch einen Mittelpunkt finden und so arbeiten. Und das wäre tatsächlich die zwei größten Umstellungen, die ich in meinem Leben, in meinen Gedanken machen musste. Ja. Ja, wie wichtig ist das dann für dich auch, möglichst wahrscheinlich jedes Jahr nach Peru
zu fliegen, deine Familie und Freunde zu sehen, die ganze Kultur von dort wieder aufzunehmen, wahrzunehmen? Es ist ja wichtig, natürlich. Ich meine, ich glaube, der Kontakt, den man zu den engen Familien hat, zu Eltern, Geschwister, das kann man nicht ersetzen. Ne? Es ist eigenartig. Und auch die Schulfreunde, die sind auch anders als die Freunde, die man später macht. Ne? Die sind nicht, stimmt, nicht besser, nicht schlechter, die sind einfach anders. So, das ist ein anderes Gefühl. Ne? Solche Sachen wieder zu erleben, ich glaube, das gehört zu jedem Mensch dazu. Ne? Für einige mehr, für einige weniger. Mhm. Aber für mich gehört tatsächlich dazu. Ich versuche regelmäßig, einmal pro Jahr oder jede 2 Jahre dahin zu fliegen und einfach meine Eltern zu sehen. So, ich glaube, das ist normal, ein bisschen Zeit mit ihnen zu verbringen, mit meinem Bruder und mit meinen Freunden, ne? Mit meinen alten Freunden. Das ist schon anders. Ja, apropos Familie, gibt es denn da eigentlich einen Musiker, der dich vielleicht besonders inspiriert hat? Gibt es da jemanden in deiner Familie? Wir haben Musiker in der Familie tatsächlich. Ich meine, ich bin nicht der Einzige. Mein Onkel, der komponiert und spielt Klavier. Ich habe einen Cousin, der ist auch Pianist. Und noch ein anderer Cousin, der ist Songwriter. Und die sind, sagen wir so, das wären die 4 aus der Familie, die beruflich mit der Musik unterwegs sind. Ne? Weil Musik machen alle. Mehr oder weniger. Die machen wirklich viel Musik. Meine Tante, meine Patentante ist sie auch. Die spielt nach wie vor sehr schön Klavier. Ich bewundere sie, weil zum Beispiel ich weiß nicht, wann sie halt, weil sie Zeit zum Üben hat. Aber jedes Mal, wenn sie auf dem Klavier sitzt, die ist total fröhlich. Das ist eine Freude, die ich versuche zu lernen, weil wir in der Akademie, in dem Beruf, öfters müssen wir so spielen, weil wir spielen müssen. Und dann kann ab und zu eine Arbeit werden, tatsächlich eine Arbeit. Und bei ihr jedes Mal, wenn ich sie sehe, die sitzt einfach und hat völlig Spaß dabei. So, es ist so schön anzuspielen. Und dann diese Freude, die ist für mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, sie besuche, das versuche ich mitzunehmen und immer wieder davon zu lernen. Ich meine, mein anderer Onkel, der auch hier ist, zum Beispiel, der kann auch sehr gut improvisieren. Das ist etwas, wenn ich sie, er auf dem Klavier sitzt, ist auch das Gleiche. Er sitzt eine halbe Stunde da und hört nicht auf. Es ist auch unglaublich für mich, so sehr, wie viel Talent da in der Familie eigentlich ist. Und ich bin auch dabei. Ich versuche mit meiner Arbeit auch ein bisschen so die Musik weiter zu entwickeln und mit den Menschen zu kommunizieren. So aus der künstlerischen Seite natürlich. Auf jeden Fall einige Musiker in der Familie bei dir. Welchen Stellenwert hat überhaupt die Musik in Peru für die Menschen? Ich glaube, die eigene Musik, die wird sehr, vor allem in der letzten Zeit, die wird sehr stark respektiert. Ne? Die hat auf jeden Fall einen höheren Stellenwert genommen als früher. Was jetzt leider nicht bedeutet, dass meine Meinung jetzt den Stellenwert hat, den haben sollte. Ne? Das ist nach wie vor, ich glaube, die Musik wird besser anerkannt in Peru, als zu meiner Seite zumindest, als ich da gelebt habe. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es, wenn ich zum Beispiel dort Meisterkurse gebe, es ist sehr oft dieselbe, immer noch dieselben Fragen da, dieselbe Einwände von den Leuten. Ja, meine Familie möchte nicht und wie soll ich leben und so weiter und so fort. Und da denke ich mir so, es ist möglich.
Aber so im Alltag, in den Familien, findet da Musizieren statt? Wie ist das? Ist es üblich in Peru, in den Familien, dass man, hat man vielleicht auch ein landestypisches Instrument? Ja, definitiv. Ich meine, wenn wir uns mit, zum Beispiel mit meiner Familie treffen, wird sehr oft musiziert. Und es gibt vor allem in den Anden, da werden auch große Feier gemacht, wo Live-Musik, die Leute spielen einiger Male tagelang. Sie spielen tatsächlich tagelang und so wird auch gefeiert. Und öfters sind Festen, die mit den, ja, sagen wir, mit den alten Göttern zum Beispiel zu tun haben. Ne? Die Pachamama, die Mutter Erde, also das sind sehr große Feste, wo man da einfach der, sagen wir, der Mutter Erde etwas gibt, ne, um sie einfach so feiert. Oder der Vater Sonne, so wird das bei uns genannt, Taita Inti. Es gibt auch große Feste, die dafür, und dazu gehört Musik, definitiv. Also das ist zweifellos. Und der Tanz, ich meine, bei uns beim Konzert findet ja auch der Tanz statt. Was hat der für einen Stellenwert? Ist er auch bei diesen Festen dann vertreten? Klar, weil das Musik zum Hören in dem Fall ist, es kommt nicht vor. Die Musik ist tatsächlich eher zum Tanzen. Ja, der Tanz und Musik, die gehören ja zusammen. Aber ich meine, ich behaupte, ich kann das nicht 100% beweisen, aber ich behaupte, dass sie so, die sind zusammengekommen. So, das ist, man hat Musik gemacht und der eine hat sich bewegt oder der eine hat sich bewegt und hat versucht, etwas nachzumachen. Und so muss es meiner Meinung nach entstanden haben. Dann, wie es sich entwickelt hat, das kennen wir schon mittlerweile, aber der Unspruch, es ist ja, ist ja körperlich, ist ja menschlich. Allein unser Herz macht Musik sozusagen, so, auf eine Art und Weise. Ne? Wir haben einen Puls da und wenn wir einfach diesem Puls folgen, dann sind wir schon einigermaßen am Tanzen. So, stimmt. Und so ist auch mit der Musik allgemein. Genau, und nochmal zu den landestypischen Instrumenten und vielleicht zu den landestypischen Musikstilen. Also soll jetzt natürlich nur in Kurzfassung. Kannst du uns da vielleicht mal die wesentlichen Musikstile nennen? Und ich denke, Panflöte spielt wahrscheinlich in den Anden eine große Rolle. Natürlich die Gitarre per se. Was gibt es noch? Natürlich, Panflöte gehört zu den Hauptinstrumenten und es gibt verschiedene Varianten da, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, aber sagen wir, alles mit der Panflöte, was man hier heute kennt oder hier mal kennt, das ist sehr wichtig als Blasinstrument. Sehr oft wird auch Geige gespielt, Gitarre sowieso, aber mehr Charango sogar. Charango ist wie eine kleine Gitarre, Richtung große eine Ukulele, hat aber 5 Doppelsaiten. Ja, und die Stimmung ist auch ein bisschen anders. Daher klingt ein Charango deutlich höher auch. Und der Klang, der da rauskommt, ist ja total anders. Die Atmosphäre, die man kreieren kann, ist anders als bei einer Gitarre. Das macht schon einen Unterschied. Sehr oft hat man ein Charango und eine Gitarre zusammen. Und ja, eine Harfe auch. Ne? Die aber nicht die klassische Harfe, die man hier so kennt, so eine, sagen wir, eine peruanische Harfe oder andinische Harfe, so würde ich das nennen. Genau, die wird aber auch getragen und das wären die Instrumente, die sehr wichtig für die Musik aus den Anden eine Rolle spielen würden. Und es ist doch so, dass der Musikstil bei euch sich sehr dadurch geprägt hat, in welcher Region, also welche Landschaft da vorhanden ist. Stimmt das? 100%. Die Musik aus dem Norden von Peru ist ja auch mal anders. Die Musik aus der, ich meine, wir müssen auch Küste und Anden differenzieren. Und wir haben auch den Amazonaswald. Da ist auch eine Menge Musik, die nicht so bekannt ist, weil die noch nicht so stark erforscht wurde. Aber da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Musikstile. Aber jetzt alleine, wie gesagt, wenn wir Küste nennen, da haben wir Norden, Zentrum und Süden und das gleiche in den Anden. Ne? Und
Alleine das haben wir schon sehr unterschiedliche Rhythmen und Stilen. Ich glaube, dass aber das in jedem Land es gibt auch verschiedene Stile, aber in Peru würde man das tatsächlich so aufteilen. Ja, und wenn ihr die unterschiedlichen Musikstile aus Peru kennenlernen wollt, dann kommt doch zu unserem Konzert am Samstag, 3.9.2022 um 16 Uhr im Tuppenhofcast. Lieber Juan Carlos, ganz herzlichen Dank für das schöne Interview. Wir sehen uns bald bei den Proben. Sehr gerne. Vielen Dank, Annette. Und auf jeden Fall bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.